Hey Leute, ich muss einfach nochmal ein Video machen. Bin gerade von meinen Eltern zurückgekommen, Sonntagabend. Normalerweise Bettgehzeit 21:26 Uhr und habe meinen letzten Eiweiß-Schlummertrunk schon, damit ich gut schlafen kann, hoffentlich. Und morgen früh geht es bei mir richtig krass wieder los. Also ich habe gerade einen Steuerfinanzbescheid bekommen. Ich muss hier eine schöne, hübsche, hohe fünfstellige Summe im Voraus bezahlen fürs nächste Jahr, weil die letzten Jahre zu gut gelaufen sind und werde damit als Selbstständiger in Deutschland natürlich sofort mit Vorauszahlungen bestraft. Also muss ich morgen früh gleich mal mit meinem Finanzbeauftragten am Finanzamt, habe ich jetzt auch einen neuen bekommen, weil ich da eine Stufe nach oben gerutscht bin und so weiter. Also es wird lustig und immer lustiger. Dann ins Ge mich dort versuchen, irgendwie eine Schonfrist zu bekommen, weil das Geschäft läuft jetzt nicht unbedingt dieses Jahr wieder so gut wie die letzten 2 Jahre, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Und das sind ja Gelder, die mir dann in der Investition fehlen, ja, die ich jetzt einfach mal so vorauszahlen muss. Und also wer dieses System in Deutschland überhaupt generell für Selbstständige erfunden und erschaffen hat, der gehört sowieso ans Kreuz genagelt, ja, ging an die Wand gestellt oder wie es die Muslime machen, geköpft oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall, also wer so ein System, dass ein Selbstständiger quasi Vorauszahlung auf geschätzte zukünftige Gewinne, die er noch gar nicht erwirtschaftet hat, zahlen muss, ans Finanzamt abtreten muss, sodass ihm quasi also einfach der Spielraum komplett gekürzt wird. Ja? Und dann sagt das Finanzamt, naja, du kriegst ja dann wieder das zurück, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Ja, sorry. Aber was ist denn mit der verlorenen Zeit? Ja. Also, das ist schon, ja, es lebe Deutschland. Wirklich Daumen hoch. Es war natürlich ironisch. Also ganz kurz nur hier, dieser Moritz Hessel. Ich muss echt dieses Video machen hier, weil ich finde es einfach, es ist wirklich sehr, sehr selten geworden, dass man auf YouTube da noch solide Finanzkanäle irgendwo findet, die es sich wirklich zu abonnieren und zu schauen lohnt. Und klar, sowas kann sich jederzeit ändern. Für mich ist es ein absolut solider, also selten sag mal, so einen authentischen Typen gefunden jetzt im Internet in letzter Zeit, in den letzten Jahren, muss ich fast sagen. Fast alle haben einfach nur wirklich stark monetarisiert. Also es ist wirklich ein wirklich starker Trend. Jeder versucht den letzten Euro aus jedem Klick und überall raus und alles, ja, und hier eintragen und dies und das. Und das ist halt schon auch verständlich. Jeder will irgendwo Geld verdienen, aber es ist halt einfach auch viel, also viel, viel Informationen, die so gesehen einfach mehr Zeit und Energie rauben, als dass sie einem bringen als normalen oder sowas. Na, also ich habe hier ein wirklich gutes Gefühl jetzt. Das kann sich, wie gesagt, auch immer wieder mal ändern, auch bei diesem Moritz Hessel hier. Und also wahrscheinlich kann sich das auch irgendwann in der Zukunft ändern, ja, dass der dann irgendwelche Programme dann auch hat und so weiter, wie viele, die halt einfach erstmal so 100.000 Subscriber wollen und sowas und dann ändern sie sich wieder leider. Aber Status quo heute ist es auf jeden Fall ein so absolut solides Darstellung und auch die Art und Weise, wie er jetzt hier zum Beispiel in diesem Video sagt, dass er nur absolute Top-Interviewpartner will und nicht einfach so diese Massenabfertigung an Interviews, weil man dadurch eben gewisse algorithmische, YouTube-algorithmische quasi Impulse dadurch erzeugt. Na, also mein YouTube-Kanal zum Beispiel, den du jetzt hier gerade siehst, der hat irgendwie 500 Subscriber seit 2 Jahren. Warum? Weil ich eben diese ganze Interview-Geschichten und so weiter alles nicht mache. Ich könnte jetzt irgendwie versuchen, irgendwie die Top 30 Interviewpartner in der Finanzbranche irgendwie, die irgendwelche Klicks erzeugen, quasi hier ins Interview reinzuziehen oder mir halt irgendwie die bezahlen vielleicht sogar für ein Interview. Und dann hätte ich halt irgendwann auch mal meine paar 10.000 Subscriber und so weiter. Das ist also sehr,
fast schon abgedroschenes Game da draußen, also abgedroschenes Spiel, ja, um möglichst halt irgendwie auf diese 100.000 zu kommen, dann bekomme ich meinen Pokal von YouTube und was weiß der Kuckuck, ja. Also immer dieses Masse versus Klasse. Und ich bin ja auch letztendlich in dem, wo ich ein paar Euro verdiene, was ich mache, also quasi ich generiere ja Geschäft für IT-Businesses und helfe ihnen so ein bisschen in Marketing und Vertriebspositionierung und so weiter, in der Lead-Gewinnung und was alles dazugehört. Und das ist ja mein Claim, ne? Also Klasse statt Masse. Klar muss beides irgendwo gut ausbalanciert sein, aber die Masse, die Klasse schlägt halt am Ende immer die Masse, ne? Und das ist, finde ich, eben so gut bei diesem Moritz Hessler, sagt, lieber habe ich nur drei, vier, fünf gute Aktien in einem Jahr, die dann auch laufen, wo ich dann meine paar Prozent auch gemacht habe, als wie, dass ich irgendwie so einen Warenkorb, irgendwie so einen Börsenbrief habe, den ich jetzt auch gekündigt habe von Florian Homm, wo dann irgendwie halt gefühlt schon wieder 20, 30, 40 Werte sind und dann mit Stopp und dies und das. Packe ich nicht, ja. Also ich persönlich packe sowas nicht. Ich muss mich auf mein Kerngeschäft oder auf meine Tätigkeit als Selbstständiger aktuell oder was auch immer, ja, was ich halt gerade bin oder mache, mich konzentrieren, ja. Und ich möchte halt irgendwie versuchen, die quasi die Entwertung, Geldentwertung meiner ersparten Ersparnisse, die halt nach der Steuer und dem ganzen Gedöns da, was wir da haben in Deutschland, irgendwo noch übrig bleibt, wenn dann irgendwas übrig bleibt, dass halt das nicht dann von der Inflation irgendwie aufgefressen wird. Man muss ja auch ein bisschen Cash immer vorrätig halten für so genauso Briefe, die ich erst letzte Woche bekommen habe, dass wenn du da eben mal so 50, 60, 70.000 oder so auf einem Schlag irgendwo hin überweisen musst, dass du die dann eben auch vorrätig hast. Und da kannst du nicht einfach da hier rumtraden, lesen, das und was weiß ich und so weiter, sondern da musst du halt relativ solide Systeme haben, wo immer was da ist und manches halt dann eben auch ganz normal auf der Bank haben, beziehungsweise für ein paar Prozent oder sowas oder halt irgendwie harmlose Sachen, ja, die halt einfach sitzen müssen, ja. Und ja, auch da werden Aktien auf dem Kanal vorgestellt, wie Bayer, Amazon und ein paar andere Sachen waren da noch. Auch die haben natürlich Risiken und so weiter. Da würde ich halt dann auch nie versuchen, immer nur so 5% oder was vom Gesamtvermögen dann halt. Ja, ist jedem selbst überlassen, aber für mich einfach Chapeau. Ja, also hier, der versucht wirklich authentisch, seriös, also wirklich ein Höchstmaß an Seriosität und deswegen dieses Video. Soll jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung sein, den zu abonnieren, na, weil dann wird er ja zu schnell vielleicht zu famös und zu konös. Also famös und konö, sagen die Franzosen. Ja, also wenn du quasi famous und bekannt bist, das verdirbt häufig den Charakter. Ja. Von daher ist noch, er ist noch im Aufbau seines Kanals und muss man halt genießen, solange es eben diese qualitativ hochwertiges Level hat. Das ist meine Beurteilung. Also ich habe nicht viele Talente, aber Analyse und Menschenkenntnis und so weiter, das ist so eine der wenigen Dinge, wo ich einigermaßen gut drin bin. So gesehen kann ich dieses Video hier auch guten Gewissens und Wissens machen und meine Meinung darüber sagen und vielleicht eine andere dann auch dann hier gucken. Okay, soll es gewesen sein für dieses Video. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und wunderschöne Woche. Und ja, wie Sie Investmentpunk sagen, heute habe ich mir noch mal drei, vier Videos vom Investmentpunk seit langer Zeit mal wieder was vom Investmentpunk reingezogen. Schnie, Schna, Schnappi, sage ich da nur. Ja, das kleine Krokodil. Schöne Grüße auch an den Investmentpunk. Also ich finde, das ist auch einer der, die sind auch extremst konsistent, wo man sagen kann, das ist auch einer von den Guten, einer von den wenigen Guten da draußen, der auch wirklich, ich glaube, nichts Böses will. Klar verkauft er auch irgendwelche Sachen, Coachings und so weiter, aber ganz ehrlich,
Ich habe mir von ihm zum Beispiel ein Steuercoaching gekauft, das war 670 € und Elite-Training oder wie das heißt da. Und es ist wirklich, also für den Preis kriegst du ein gutes, kompaktes Training. Ja. Also das kann ich wirklich weiterempfehlen. Ich habe jetzt hier keinen Link oder irgendwie sowas, einen Affiliate-Link oder sowas, ja. Steuerelite-Training heißt es. Ja, genau. Steuerelitetraining.com. Kann man ja hier irgendwo noch mal schauen. Steuerelitetraining.com, was es aktuell kostet. Vielleicht ist es auch schon teurer geworden. Das ist halt auch sowas, der gute alte Investmentbank hier, wo das über Digistore ganz normal kaufen. Irgendwo muss ja der Preis hier stehen. Naja, gut, da muss man halt draufklicken und dann. Was ist jetzt, was kostet das jetzt? Preis für das gesamte Paket, um Gottes Willen. Da habe ich jetzt einen totalen Murks erzählt. Ich habe das damals für 600 € gekauft. Jetzt kostet es schon 1000. Ja, scheiße, gell? Aber jetzt mache ich das Video nicht nochmal neu. Das ist halt, ja. Die Inflation. Jetzt habe ich hier gerade super hoch gelobt den Preis. Steuerelitegruppe, das habe ich ja nicht. Oder doch? Weiß ich gar nicht. Vortragsvorlagen. Ja, gut. Dann gibt es noch den Betongold. 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 Das müsste auch um den. Eigentlich um 700 € sein. Ne, warte mal, das ist ja das Webinar. Da pitcht er ja das Ganze erst. Warte mal, Betongold, Betongold. Irgendwie, da muss doch auch irgendwie. Betongold. Investmentbank, wie heißt denn das jetzt? Training, Preis. Betongold Training Investmentbank. Ja, okay, das ist ein bisschen weniger teuer, ne? Das hat ja dann so ungefähr das, was ich da vorher gesagt habe. Tongold. Weil es vielleicht aktuell nicht so nachgefragt ist. Ne? Also der orientiert sich halt auch nach Nachfrage und so weiter. Ja gut, ist auch nicht umsonst der Mann. Ne? Ist auch nicht umsonst. Will halt auch ein bisschen Kohle machen. Dass sie da ungefähr 30 Jahre jünger aus, als er wirklich ist. Also den Fotografen, den möchte ich jetzt auch einmal haben da. Also das muss ich jetzt mal nachrecherchieren, wer das ist. Das ist ja wie sein Sohn hier. Das ist auch nicht schlecht. Naja. Gut, die Zeit bleibt nicht stehen. Alles wird teurer. So sei es. Jetzt sind wir aber abgeschweift hier. Ja, ZDF-Doku auch sehr sehenswert. Also, ich mag ZDF nicht unbedingt immer, aber die ZDF-Doku. Das ist ein eigener Kanal und Reportagen. Also ich weiß nicht, wer das macht, aber das sind richtig gute Sachen dabei. Die nehmen da auch kein Blatt vom Mund. Ne? Okay, also so viel zu Moritz Hessel. Ist ja ein Jüngling von Florian Homm und finde ich super fit, klasse, was der da macht. Macht sein eigenes Ding und sehr solide. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein.